So, jetzt müssen wir dann gleich noch. Dankeschön. Ich tue dir erstmal aufheben. Müssen wir noch mal kurz sagen, dass ich die Sachen. Der Preis steht soll. Halt in keiner Relation. Zu wenn nichts, du mal guckst, was in der Klonenkammer kostet, ja, Dino zu zählen. Teilweise 10.000 Element oder so. Ja. Und hier 200 und einfach ins Inventar und fertig. Ich könnte mir jetzt dort. Ich habe, glaube ich, fast 2.000 Element. Ich könnte mir einfach 10 Rexer jetzt einfach so machen. Mhm, hey Chingboom. Das ist Fuffi hier, der spielt den Ogre. So. Jetzt sag mir nochmal die Sachen, die du brauchst. Ich tu dir alle Pulle im Inventar. Also Metall war wie viel? 1,8 oder was war das? Sag nochmal. Ja, einfach in den Kramer. Dann pull ich mal die. Ich kann das selber pullen. Du brauchst mir nur die Werkbank freigeben, dann pull ich dir alles da rein. Ich kann das doch bauen hier drin für dich. Wenn du es freigibst, wir sind Allianz. Ja, aber lass mich erstmal die Sachen jetzt kurz zusammensuchen. Sag mal. Achso, ich hätte es sonst direkt ins Inventar gepult. Egal, mal gucken. Ich hab's ja gerade schon geöffnet hier. 90 war es, ne, A89. S plus. 1800. Metall. Hab ich. Okay. 300 Polymer. Polymer. Geht ja auch Organik. 300 hab ich. 450 Zementpaste. Zementpaste. Das geht auch Arantia-Paste, wenn du die hast. Wie viele? 450. 450? Hab ich? 60.000! Was hast denn du getan? Was? Ich habe das Spiel durchgeschafft. Ich habe doch gestern gezähmt, hab ich dir gesagt. Ganz viele. Wie funktioniert das? Fressen die jetzt Kuchen die ganze Zeit? Gar nichts. So, du tust sie einfach zähmen und tust sie in dieses Soul Station rein. Okay, 300 Öl noch. Hab ich. Wie mache ich das mit dem Freigeben? Einfach rechtsklick und freigeben. Nee, warte, du brauchst die S Plus, oder? Ja. Unlock oder was? Genau, und jetzt kann ich da reingucken und kann hier drinnen bauen. 1, 2, 3, 4. Cooking Station. Irgendwas fehlt noch, die Metallbahnen fehlen noch. Hä? Ich hab die doch gepullt. Die sind nicht hier drin, sie ist ja im Inventar. Die sind rot, 0 ja, von 1800. Kannst du selber pullen? Geh mal oben auf das 1, mach nur 1, nicht 1000. Hab ich hier hingetan? Natürlich kann ich da. Nee, da nicht ready. Not enough resources to pull. Wo hab ich denn hingetan? Ich hab 1800. Doch, hä? Metal? Da ist Metall drin, keine Bahn. Ach so, Metal Ingot brauchst du. Ja, nicht logisch. Ja, das habe ich vertippt. Ich hab 1794. Ah ja! Müssen wir noch warten bis. Minuten. Aber sonst hättest du es auch pullen können. Du kannst von meiner Ding hier bauen und pullen alles, oder wie? Wir sind eine Allianz. Jetzt kann ja bei mir auch alles freigeben und dann kannst du bei mir bauen. Deswegen Allianz ist schon cool, wenn man so zusammenspielt. Dann hat jeder trotzdem seinen eigenen Tribe und seine eigenen Tiere. Mhm. Aber man kann so ein bisschen zusammenspielen. Dann nimmst du meine ganze Ressource immer, wenn ich schlaf. Nee, du kannst ja dann wieder zumachen. Das glaube ich nicht hier. Nee, alles gut. Ja, dann pull mal rein. Schau mal. Ja, müssen ja schon wieder fertig sein, welche. Weil die Öfen, glaube ich, verschlossen sind, kann ich nicht pullen. Test mal. Das ist. Ja, testen wir einfach. Habe ich gerade gemacht. Ach so. Ich glaube, das Menü ist da. Geht nicht, weil die Öfen. Ich kann nicht mal pullen. Also, das haben sie überarbeitet. Okay. Das heißt, ich könnte auch nur pullen aus den Sachen, die du freigibst. Ach du Scheiße, okay, ja gut. Hab ich. Wird gebaut. S Plus, perfekt, dankeschön. Ach, ist ja die S Plus Station, ja. Cool, danke dir. Jetzt kannst du wieder zumachen, da brauchst du keine Angst haben, dass ich irgendwas. Ja, du kannst ja eh nichts bauen. Ja, also du kannst nur das bauen, wo du die Matze, genau. Das hat auch irgendwie bekloppt. Ich baue jetzt nur noch hier, ich bringe immer die Ressourcen jetzt hier rüber. Ja, weil beste Qualität und so, made by Gags, ne? Genau. Ich glaube, ich mache jetzt Kuchen. Die 60.000 Arantia-Paste. Das fixt mich ja schon ein bisschen an, ne?
Ja, das habe ich gestern angefangen. Deswegen habe ich doch gestern verbracht 2 Stunden im Ding. Ich habe die Schnecken noch gezähmt für Zementpaste und habe noch für Öl die Dinger. Wie heißen die? Die Käfer. Bestimmt, der kommt bestimmt hier hin, der Koro, oder? Weißt ja, wenn hier eine Treppe frei ist. Ich habe mir jetzt noch gar nicht rausgeholt. Ich habe noch dieses Metall gerade verteilt. Mal gucken. Ach du Scheiße. Ja, ach, der braucht zwei. Ach du Kacke. Der HG wäre kleiner gewesen. Scheiße. Kannst du mir einen HG bauen? Du kannst ihn doch umwandeln, oder? Gab es nicht so eine Umwandelstation? Ja, nur von normal zu S+. Dann tue ich einfach her, oder? Der da einfach hin, also als ob das jetzt stört. Ja gut, das sieht schon kacke aus jetzt hier, ne? Aber das passt so zu deiner Basis. Dann lass ich es, wollte ich gerade sagen. Nanny ist noch jetzt powered, musst du, ne? Jetzt musst du noch ein Wasserrohr machen. Ja, meinst du? Ich weiß es nicht. Und ein Water Intake. Und dann machen. Betriebsbereit, genau. Ja, aber kein Wasser. Wie heißt das Ding? Intake oder was? Metal Intake. Achso, Metal. Ach, ich mach also Stein hier, sonst mit der hier. Weißt du? Metal. Ach du Kacke, wie ist denn das jetzt hier? Kann ich hier oben nicht runterlegen? Warte mal. Warte mal, warte, ich lass hier. Ich tue hier so ein Ding hin. Ich hab doch oben so einen, schau her. Vielleicht das funktioniert nicht, Range. Das muss snappen an das Ding. Vielleicht das muss ja snappen. Ach so. Du snappst hier in der Mitte das Ding dran. Was so beregnet. Ja, warte, dann tue ich's. Wo tue ich's denn hin? In der Mitte snappt das Ding. So? Der snappt ja gar nicht. Ich muss noch ein Rohr eintun nachher. So. Ja, du brauchst ja erst das Beregnungsding. Hab ich. Und das baust du hin und dann snappt der Ofen an das Ding. Achso, ich wollte hier oben das Regnungsding bauen. Nee, der Ofen muss snappen an so ein Beregnungsding. Sicher immer noch? Auch das S Plus? Wenn ich jetzt hier mach mal dort so ein Ding dran, das wird dürfte nicht funzen. Da nicht bewässert. Der snappt hier in der Mitte dran. Der Würfel. Hier, genau in der Mitte. Snappt, muss der Würfel hinsnappen. Dann muss ich zuerst einen Würfel bauen, oder? Ja, ich denke mal schon. Warte. Das siehst du dann, wenn du den Kocher setzt. Der sucht sich automatisch das Intake als Snap-Punkt. Genau, ich hatte eigentlich... Also zuerst das Ding und dann den Kocher bauen. Ja. Warte. Erstmal das. Kannst du jetzt schön genau mittig auf Linie setzen oder? Geht das so? Ja, jetzt steht dann der Kocher halt sehr weit vorne, ne? Achso, das snappen muss, gell? Ah, scheiße. Weil er jetzt hier dran snappt. Das snappt hier gar nicht an dem Ding. Doch, doch, der hat eben gesnappt. So. Ja. Und jetzt ist das Ding, glaube ich, bewässert. Ich muss hier abbewässert, siehst du? Doch, steht da bewässert. Ach so. Da voll. Ja, okay, der Würfel muss einfach genau in der Mitte sein von dem Ding. Okay, okay, warte. Das ist ja verwirrend. Einfach nur. Das braucht einen direkten Wasseranschluss. Einfach Wasser drüber schütten funktioniert nicht. Und dieses Metalldings da, ist das nur so ein kleiner Wasserhahn oder was? Genau, das ist ja nur so ein kleiner Wasserhahn. Dann mache ich den. Der ist kleiner als der Würfel. Hey, geht das nicht mit dem Hydranten? Einfach Hydranten zu dem Kocher hinstellen, Mann. Voll geil, warte mal. Das wäre doch crazy. Ich brauche mal so einen Hydranten. Das wäre Main, Mann. Einfach mit dran klatschen. Direkt Wasser aus der Erde zapfen mit dem Hydranten. So, warte. Ich mache das jetzt. Oh, den kann ich auch einfach so hinklatschen. So, warte mal. Also noch ein Rohr? Wow, so snappt der.
verbessert, funktioniert. Okay, dann den kann ich nämlich besser machen hier. Okay. Das sieht doch geiler aus mit dem Hydrant in der Mitte. Ja, voll geil. Jetzt tue ich noch ein bisschen woanders hin. Warum ist der nicht rot? So hin oder was? Testen. Ja, passt. Ja, ist noch ein bisschen rechts Platz, links. Ja. Vielleicht ein bisschen noch nach rechts. Bei sowas wird er jetzt kleinlich hier. Aber wenn er sich die Treppe dort drüben anguckt. Ich hab. Das ist doch wichtiger hier, so ein scheiß Koch, als die dumme Treppe. Ja. Das, hier. In der Treppe kann ich keine Tiere zähmen. Hier tue ich Sachen, erst wenn ich Tiere zähmen. Steht da hinten wieder über. Aber okay, okay, so lasse ich das dann. Das passt. Jetzt musst du nochmal Strom an- und ausmachen. Ja. Es gibt zwar einen Stromgenerator, wo du Strom nicht an- und ausmachen musst, aber der tut dann nicht alles versorgen. Im Mod. Also gibt es. Das ist alles nicht schlimm mit dem an- und ausmachen. So, und jetzt müsstest du alles drin kochen. Thorsten, dein Gesicht ist ein Gecheater. Kappa. Boah, wie geil, guck mal an. Das kocht den Hydranten. Das sieht stylisch aus, nur ist der nicht rot, hat er gesagt. Darf ich jetzt alles hier kochen? Ja, zum Glück. Denn, schau mal, ich muss. Ich erkläre dir, warum. Ich finde das schaut voll geil aus hier. Das ist ja ultra. Muss man das Screen hier machen. Ach schade, ich wollte ein paar Screenshots machen, generell einfach so verschicken hier. Ein Wildcard, weißt du? Weißt du, warum ich das mache hier? Genau, was braucht man dafür? 250 von allen. Schau mal, es gibt doch diesen Kibbeldings da. Und laut Gerüchte. Du brauchst doch mal das Kibbel, mal dies Kibbel, mal das andere Kibbel. Und laut ja, der eine kann alles, der Hellblaue. Genau, stimmt das? Es wurde mir auch schon erzählt, dass der alles kann. Und dann ich noch lange nicht mehr mit Kibbel getrennt. Und dann würde ich... Lol, dein Klon hat sogar das Mating geklont. Wann es wieder matebar ist. Krass. Aber das Klon könnte ich auch hochsetzen. Auf wie viele Elemente kann ich es denn setzen? Ich würde mindestens 1000 machen. 1000 denke ich mir, okay. So wenig? Ja, 1000 Elemente, ja gut. Am Ende ist egal, wie hoch du das setzt. Dann machen sich die Leute halt wie du 10 Stapel von den Beeten. Verstehst du? Ja, dann ist es auch schon egal, ja. Da kommt ein Gags um der Ecke und sagt einfach hier, ich hab 40 Elementbeete. 10 Minuten hab. Guck mal. Oh, schade, schon vorbei. Der wollte gerade das Lystro killen. Das darf jetzt weiterleben, weil meine Spuckpflanze ihn getötet hat. Geil. Consumables. So. Lazarus. Genau. Kann ich doch 100 bauen von denen? 200 Narkotik und 738 Cook Meat. Hey, so, warte mal. Was wir alles Fleisch braucht, Alter. Ich hab 82, reicht dir das nicht? Ich brauch direkt Narkotik, oder was? Das? Warte, ich antworte. Wie jetzt einfach darstellt. Affengeiler Typ. Gefällt mir, lass ich so. Steht bei mir? Nein, Tribes. Passt. Ich weiß, wie lange das ist.
Longgrass, Majorberry, Sufferroot. Okay. Longgrass? Longgrass? Wie, ich hab bloß 1900 von denen. Was ist verkehrt? Ich hab bloß von Longgrass habe ich bloß 5 Beete. Also irgendwas läuft da verkehrt, Chat. Das geht so nicht. Wir müssen das ändern. Wird gebaut. Also direkt im Satz wird gebaut. Das geht doch so nicht. Scheiße, das hier hält so nicht länger, ey. Ich tue es halt immer hier rein, dann verliere ich hier 6 pro Stunde. Sag bloß nicht, ich habe von denen nicht über 2000. Doch, habe ich. Glück gehabt. Wenn noch mehr Beete bauen müssen. Jetzt brauche ich ja Cook Meat, ich glaube, ich spinne. Das Ding könnte aber schnell kochen, sehr geil. Sehr geil, boah, wie toll. Hey, das ist super, das Ding hier. Wird gebaut. Cooked Meat brauche ich. Hey, ich brauche so viel Fleisch. Kann man Fleisch anbauen? Ich will einfach alles anbauen. Der Junge macht mich fertig. Die Frage hatten wir aber, glaube ich, heute schon mal, oder? Kann das sein? Ey, mein Sinomakrops ist jetzt schon 240. Ja. Imagine, du müsstest rausgehen und Tiere töten. Ich bin ja so pazifistisch veranlagt. Bin ja nicht so. Wieso braucht dieses Cook Meat so lange? Ich will jetzt gleich, dass er 1000 Fleisch kocht. Kann ich gekochtes Fleisch anbauen? Nee, dann mal rohes Fleisch, wird weggekochtes Fleisch. Das geht mir alles zu schnell hier. Es gibt ein Tier, was Fleisch grillen kann, glaube ich. Nämlich der Magma-Dingsbums-Sauber. Ich würde jetzt 20 Grille hinbauen. Das Problem ist, ich habe nicht so viel Fleisch. Grills. Kann ich diese Chemistry Workbench auch bauen? Ja, du bist 82, oder? S plus, ja. Mach ich die mal. Braucht die Strom? Ja. Kein Gasoline or Power, but does require both. Ja, wäre auch krass, wenn es beides brauchen würde. Wäre aber auch geil. Wäre auch cool irgendwie. Spark Powder und Electronics. Brauche ich. 1850 Electronics. Kann ich die bauen? Verdammt. Wird gebaut. Kann man Electronics anpflanzen? Ich will halt alles. Ich will alles über Blumenbeete laufen lassen. Imagine, du könntest Dinos anpflanzen. Geht das? Zähmst einen Zweig, machst einen Samen davon. Und dann wachsen die. Und dann kann ich noch Genmutation machen, genauso wie in Jurassic World Gedönse da. Dann kommen aus deinem Beet eingekrühte Zweigs raus. Sehr geil. Dass das geht, ey, cool, danke. Man, wenn du das sagst, dann glaube ich dir einfach. Du bist Beste. Ich weiß gar nicht, bringt das was, wenn ich das Damage bei ihr skills? Gilt das mit den Waffen? Keine Ahnung, ich habe Mantis nie gespielt. Mantis ist also eines der geilsten Tiere ever. Ja, sehe ich nicht so. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Metallfarm hier. Du hast mir auch eine gute Idee gebracht. Aber nicht da, wo du bist. So ein Antimate bin ich nicht. Solange hier noch Metall auf dem Berg ist, passt das. Ich hab ja 150er Anki. Weißt du den?
Nö. Ich fahre lieber mit der Spitzhacke. Ja, same. Aha. Zwei Spitzhacken gleichzeitig. Jetzt habe ich ja auch die Zielgemeinschaft. Ding. Ja, ich werde das einfach so lassen, alles. Wenn ich jetzt das wieder anfange, zu viel zu basteln, dann bin ich wieder dabei, den Server 20 mal neu zu starten. Das ist auch kacke. Kann sicher sein, Progress, wie gesagt, selbst erarbeiten. Wenn man möchte. Entweder man muss doch nicht die Blumenbeete nutzen, weißt du, was ich meine? Muss mir auch nicht. Das mit dem Element so. Mit dem Klon. Ich will züchten. Ja, ist ja natürlich. Mein Ding. Ja, du musst das sowieso. Man nimmt sich die Freude am Game halt. Na, wenn du da Bock drauf hast. Genau. Obwohl, ich könnte mir jetzt instant einen 10er-Pack von den Affen machen und ja einfach mit 12 Affen durch die Gegend rennen. Ja, dann tue ich die aber töten, weil das wäre übertrieben. Das wäre übertrieben. Also, dann dem muss ich halt die ganze Zeit, vor Gags seiner Base rumrennen. Dann töte ich die einfach. So ein Ding ist das. Also das weiß ich dann schon einzugrenzen. Also, das war's dann. Die ganze Zeit um Gags im Kreis rennen mit 12 Affen. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Kokosnuss gibt's in Icarus. Hier gibt's ja keine, oder? Im Spiel. Steine fahren wir statt denen. Hast du einen Tracker? Ja, hast du perfekt. Was ich immer so machen wollte als Spaß, so ein Ding hin tun. Also es ist jetzt eh egal, wenn man hier eh alles anpflanzen konnte, so ein Gerät. Wo man dann so handeln kann, so wirtschaften. Geht man halt hin und. Keine Ahnung, ja, so halt hin, dann tut man halt hin, so. Keine Ahnung, gibt man 1000 Fleisch, dann kann man sich vielleicht 20 oder 100 Metal mitnehmen, rausnehmen oder so. Ne? Keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, war mir das alles zu heftig, das zu konfigurieren. Noch nie Bock gehabt. Ich wollte es am letzten Server machen, aber. Da es irgendwann 12 Server geworden sind, hatte ich dann keine Zeit für das Ganze. Ich muss nur schauen, wie es jetzt wirklich ist, wenn ich an dem Rechner noch ein paar Sachen, also ich, wenn ich die Leitung zum Hochladen nutzen möchte, irgendwelchen Dateien, ich muss ein paar Dateien noch verschicken. So 200 GB Files. Deswegen auch. Mach doch noch einfach. Achso, ja, ich hab's noch nicht fertig. Ich könnte auch die andere Leitung nehmen, die Streamleitung. Ich glaube, das ist fast besser. Denn er. Beim Hochladen achte darauf, dass der Traffic noch bleibt für den Stream. Ich guck mal. Aber ich find's ja gut, dass sich ein paar Leute gefunden haben, die jetzt noch zocken. Da haben wir noch ein bisschen Leben am Server. Ja, passt das. Ich muss dann erstmal rauskriegen, wo die Jungs sitzen. Wo denn ihr Haus wohnt. Mhm. Genau. Hey Lars, moin. Ich bin gerade erst dabei mit diesem Kibbel dazu probieren. Das heißt gerade, ich tue gerade Lazarus-Dings da herstellen.
mal, wie die Suppe da heißt. Damit ich dann Kübel herstellen kann. Ach, ich bin gelevelt, krass. Schon wieder. Hey Gorak, ich habe hier eine Gottesanbeterin. Keine Gorak-Anbeterin. Hier ist halt nichts mehr. Ach, da unten sind noch welche Sachen. Oh. Das habe ich ja nicht kennen. Ich wollte gerade sagen. Was willst du mit meiner Frau? Gar nicht. Kannst du behalten. Gar nix. Ah, da, stimmt. Wie läuft's bei dir im Wald? Ah, hat ja vorgestern angefangen hier. Die Tage. Aber ich sagte eins, ich kann mit der Mantis mehr farmen, mehr Thatch farmen als mit den anderen. 248 pro Baum, pro Schlag. Noch ein bisschen. Aber Mant ist doch 10-mal mobiler hier, oder? Lars. Schau mal, dieser Spaß hier. Ist der auch so mobil, oder was? Die Magmasaurus. Den, glaube ich, kenne ich, oder nicht? Deswegen, also einfach ultra spaßig hier. Schau mal, wie geil die hier drauf sitzt hier. Die Verrückte. Mit dem kann ich halt alles farmen. Halt wirklich alles. Ich habe vorhin mit dem Hirsch gefahren, war schon super geil. Locker 10.000 Hatcher, wenn ich mir überlege, ich laufe mit der durch den Wald. Ultra. Wie jetzt? Division 2? Ich dachte jetzt hier Dings dann. Forest. Da kommt halt auch so was Ähnliches raus, was Division sowas zu tun hat. Was Neues. Aber schau hier, mit der Mantis Ultra. Der kann ich halt alles farmen. Das ist halt, also, Wahnsinn. Wahnsinn. Das Lustige ist, es steht bei ihr, dass sie ein Weibchen ist. Die sind doch normalerweise geschlechtsneutral, oder nicht? Diese Mantis. Nee, Gottesanbeterin, hat sie gesagt. Da gibt's kein Männchen, so rum. Oder wie ist das? Puppi. Wie sie sich fortpflanzen, keine Ahnung. Ich glaube, die Weiber fressen die Menschen. War das nicht so? Ja, das ist doch meistens ein Tier dazu. Ach, geht das doch jetzt ohne Mod? Ich hab mit dem Mutator habe ich ihr ein Geschlecht vergeben. Jo. Ach so, geht das ohne Mod? Okay, geil. Ja, dann müssen wir noch eine 10, weil dann kann ich noch mehr farmen. Kannst du ja einfach klonen.